So, Hallihallöchen und willkommen zurück zu, ja, einer neuen Kampagne, beziehungsweise der zweite Teil einer neuen Kampagne. Und zwar sind wir jetzt mit Kaivre unterwegs und wir haben in der letzten Folge seine Heimat quasi wiedererobert und befreit. Nächster Part, Waldfrau. Zu spät für die Lebenden, jedoch niemals für die Toten. Kaivre muss sich Vorbereitungen für das Begräbnis seines Vaters treffen und Jarls Mantel des Clans der Krähe nehmen. Okay. Kaivre muss Vorbereitungen für das Begräbnis seines Vaters treffen und Jarls Mantel für das Clans der Krähe nehmen. Okay. Okay. Schauen wir mal, was uns erwartet. Für Valhall. Einder. There will be time for revenge, said the woodswoman. But now it is time to make amends and mourn. Kaivre started preparations for his father's funeral. The old woman promised him that afterward, he would know everything he needs to find those responsible. For now, though, it was time to gather all the Blood Brothers and give Jarl a funeral he deserved. We shall inform people about Jarl's death and make preparations for the funeral. Okay. Also, lade Vaters Blutsbrüder zu dem Begräbnis ein. 0 von 3. Dann haben wir, bestelle Met für die Zeremonie. Kaufe Holz, um das Bestattungsschiff zu bauen. Suche Vaters altes Zeremonieornat. Kaivre, da kann ich sterben. Kann ich sterben oder darf nicht sterben? Dien uns gerne, Minlog. Stand ja in der letzten Folge schon da. Können wir bauen? Ist das erlaubt? Nee, ne? Wir haben diese kleine Hütte hier. Das ist anscheinend unser kleines Zuhause. Okay. Gut, dann laufen wir mal von A nach B. Und ich glaube, das Hakeln hat doch aufgehört. Ich weiß auch gar nicht, womit das jetzt zustande kam. Ich habe mal vorhin neu gestartet in der Hoffnung, dass es einfach an irgendwas lag, worauf ich jetzt keinen Einfluss weiter habe. Und so war es anscheinend auch. So. Okay. Ah ja, passiert. Gut, gehen wir mal zum Türmchen. Zack, feindliche Armee aufgetaucht. Naja, gut, da unten haben wir ein paar Tiere. Ist jetzt nicht der Held. Kommen wir da durch eigentlich? Kommen wir da hin? Also wirklich, klar kommen wir da hin, aber kommen wir da durch? Nicht, dass es wieder heißt, bla bla bla. Torwächter, dein Vater hat seine wertvollsten Insignien irgendwo hinter diesem Tor versteckt. Wir können dir dabei helfen, sie zu finden, aber das Tor war so lange verschlossen, dass wir vielleicht auf ein paar wilde Tiere stoßen. Okay. There might be feral beasts in these woods. We could pin them down and finish them with the poisonous bomb. Deiner giftigen Bombe erledigen. Oh, giftige Bombe. Geil.
Oh, Tatsache. Oh, wie heftig. Kann ich die jetzt kontrollieren? Ja. Okay, die möchte ich jetzt einfach nochmal wegschicken. Einfach nochmal wegschicken. Und zwar ganz weit weg. So weit, wie es geht. Um, wenn die dann nochmal kommen, die nochmal mit Gift anzugreifen. Ja, ist auch wieder freigeschalten. Mal gucken. Wir warten jetzt einfach mal. Da sind sie wieder. Perfekt. Boah. Runder hätte es nicht laufen können. Jetzt müssen wir mal aufpassen, dass wir jetzt nicht selber ins Gift reinlatschen. Voll geil, Alter. Kaivre ist ja mal mega. So. So, there it is. Yarl knew where to hide his regalia. But it is time for them to be united again. Ah, gibt also mehrere. Verteilt auf der ganzen Map. Hm? Kommt ihr mit oder was? Wie, ihr bleibt jetzt da? Hallo? Euer Ernst? Was für Penner. Okay. Hat tatsächlich aufgehört, ja. Das Ruckeln ist fort. So. Ja, verstehe. Ja, da ist es wieder. Da sind Wölfe. There he is. Yarl's old blood brother, our best warrior. We have to tell him what happened. Povag. Die kriegen wir easy. Mega. Sehr, sehr nice. Haben wir geschafft. Okay. Dann gehen wir mal zu unserem Blutsbruder. Oder zu Vaters Blutsbruder. Bogenmeister, ja, als ältester Freund. Um deinen Vater Respekt zu zollen, werde ich dich begleiten. Aber davor schließen wir auf dem Bogenplatz ein paar Pfeile. Wie ich es so oft mit unserem gefallenen Jarl getan habe. Machen wir das, was Vater am meisten liebte. Auf geht's. Begib dich in Schussreichweite und strecke die Attrappen nieder. Welche Attrappen? Ach, da drüben. Ah ja. Was dann? Easy. Der Bogenmeister wird am Trauerzug teilnehmen. Sehr geil. Okay. Dann haben wir hier einen Händler. Vielleicht können wir da Miet besorgen.
Zeig mir deine Waren. Er hat da nicht. Som du önskar. It feels like Yaddle is still looking after us. Da geht's zum nächsten. Wir gehen aber erstmal hierher. Eins nach dem anderen. Vielleicht hat er sogar Miet, weil er scheint eine große. The meat for the feast is indispensable. We should ask the apiarist for some. Ach, das. Tatsächlich ein Dorf, okay. Dorf der Bienenzüchter. Es wäre uns eine Ehre, das Fleisch für Jarls Beerdigung zur Verfügung zu stellen. Das Fleisch? Aber für das Boot brauchen wir etwas Besonderes. Komm mit uns und sammle den Honig der nahegelegenen Wildbienen. Okay, ja. Sicherlich. Dahinter, okay. Okay. Ist schon cool, ist mal abseits so der Kämpfe, ne? Einfach nur ein bisschen Organisation ist schon, finde ich schon cool, feiere ich gerade. Those bees are especially fierce. Bee smoke should calm them down for a short period of time, but we have to hurry. Okay, ich hab dich jetzt beruhigt. Ah, okay. Wir müssen einfach nur in der Nähe sein. Okay. Dann gehen wir mal zum nächsten Punkt. Haben wir sie jetzt eingeräuchert? Ja. Habe ich gerade nur noch nicht gesehen. Okay, perfekt. Dann mal zum nächsten Punkt. War hier hinter im Wald. Perfekt. Möchte trotzdem wissen, was da noch dahinter ist. Wahrscheinlich nichts, aber nur für mich. Dien uns gerne mein Log. Ne, nichts. Okay. Perfekt. Dann haben wir alles. Dann laufen wir mal zum nächsten. Nächstes Dörflein, das ist da drüben. We must inform the rest. Ja, ich bin ja dabei. Immer ruhig. Ich bin ein älterer Mann. Jetzt lass doch mal die Pferde im Stall. Einmal hier. Nehme ich. Der Jarl ist tot. Jedes weitere Wort ist überflüssig. Wir kommen mit dir. Sehr gut. Also sie gehen ohne mich. Okay.
Das meinen sie damit. Sie kommen nicht mit mir, sie gehen einfach. So, dann haben wir hier unten noch ein schönes, großes Dorf, wo ich etwas Angst habe, dass das die Feinde sind, die unseren Jahr zur Strecke gebracht haben. Weil die anderen waren relativ klein. Und das ist schön groß ausgebaut. Naja. So, Siedlung der Holzfäller. Wir haben genug Holz in unseren Lagern. Aber wir müssen es als Reserve aufbewahren. Die Anzahl der Wölfe hat sich in dem letzten Frühling deutlich vergrößert. Also, naja, mussten wir die Produktion einstellen. Alle sollen sich versammeln. Wir werden dabei helfen, diese Bestien auszurotten. Das Boot muss aus dem feinsten Holz gemacht werden. Wir werden ihnen helfen, die Wölfe zu sammeln. Klingt gut. Aber sind, wenn die so viele Wachen haben, wie viele Wölfe haben wir dann hier? Frag für einen Freund. Okay. Oh, da links. Okay. Gift hat nicht so gut funktioniert. Die sind ein wenig größer. Ganz ehrlich, das hätten die auch alleine schaffen können. So, hier haben wir noch einen Wagen. Nanu, wo ist denn der Rest? Da. Dann haben wir aber immer noch zwei übrig. Da ist der andere Rest. Gucken, ob wir die so ein bisschen vergiften können. Aber gesehen haben die uns bisher noch nicht. Ja, das klappt gut. Klappt sehr gut, die sind tot. Und dann fehlt jetzt nur noch eine. Da. Jetzt reicht's.
Perfekt. Kehre zurück, um die Transaktion abzuschließen. What? Warum Transaktion? Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Übersetzung hier vom Spiel ein paar komische Wörter verwendet. Also unpassende. Okay. Aber dann beenden wir mal die Transaktion. So, wir können unserer Zukunft, wir können zu unserer Zukunft zurückkehren. Danke. Das Holz gehört dir, aber wir haben auch den Außenposten deines Vaters erneuert. Er gehört auch dir. Möge Odin mit dir sein. Okay, wir haben 1500 fürs Schiff bekommen. Und wir haben... Das ist hier der Außenposten? Also wir müssen auf jeden Fall hier hin. Dann gehen wir mal dahin. Wetterwechsel. Und damit ist der Winter eingetreten. Aha, und da vorne können wir ein Boot bauen, sodass wir da so ein bisschen rüberschippern können. Zum letzten Punkt, wo wir noch hin müssen. So. Na gut, dann fahren wir mal zum letzten Blutsbruder. Der ist dann. Wie er auf eine Seite nur rudert, finde ich witzig. So, da sind wir angekommen. Was ist hier? Der Altar. Sieht so aus, als würde Vaters geliebter Verbündeter ihn in Valhall schon Gesellschaft leisten. Auf Wiedersehen, alter Freund. Okay. Das heißt, einen haben wir verloren. Wir öffnen mal das Wassertor, damit wir durchfahren können. Mein Blutsbruder ist also mit ihm gegangen. Ist eigentlich voll geil, ne? Ich glaube, das haben die Engländer damals auch gegen die Wikinger benutzt, um quasi die Wasserwege zu versperren. Eigentlich eine voll geile Idee. So. Gut. Dann düsen wir mal durch in die Heimat. Und eröffne das Begräbnis. Okay. So, dann auf zum Heim des Jarls. Noch Fragezeichen. Habe ich da... Ach nee, das sind die Händler, ne? Ja. Okay. Ach, hier muss ich hin. Jetzt zum Grabhügel. Okay. Ah.
Ja, dann geh doch auch dahin, Mensch. So, okay. Erledigt, dann wird das jetzt nach und nach gezimmert. And so the journey of one crow came to an end, and another chapter in the Crow Clan saga began. Kairve honored his father, and now, armed with the knowledge from the woodswoman, he prepared to venture forth to the northern reaches of Frozenheim. So. Sehr, sehr cool. Ich finde es cool, dass zwischen den ganzen Kämpfen auch mal Story erzählt wird. Finde ich sehr schön. Und ja, damit vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde jetzt nochmal gucken, was hier das ganze Rumgestocke zu bedeuten hat. Weil am Anfang geht es anscheinend immer und dann geht's los. I don't know. Ich hoffe, dass ich es lösen kann. Weil es auch nicht allzu störend, aber im Kampf will ich das natürlich nicht haben. Alles klar. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.